Ich bin jetzt gerade in Schwamendingen, wo es vor 35 Jahren auch einen grossen Abstimmungskampf gegeben hat, vor dem Bau von zwei neuen Tramlinien. Das Komitee Zürich Tram nicht so hat mit allen Mitteln gekämpft gegen den Bau von diesen zwei Tramlinien. Und zwar mit folgenden Argumenten. Erstens, es sei eine Erpressung, weil damals schon ein paar unterirdische Stationen existiert haben im Rohbau. Nachher ist das Argument gekommen, es sei viel zu teuer. Die Stadt Zürich könne sich das gar nicht leisten. Und dann das Hauptargument, es sei zu eng, es ist alles verbaut. Wir müssen die Vorgärtchen räumen und Parkplätze. Und dann ein weiteres grosses Argument, es sei unnütz, weil wir mit dem Bus genauso gut können durchs Quartier fahren. Bei der Abstimmung hat sogar Schwamendingen selber dem Projekt zugestimmt, wenn auch nur knapp. Die übrigen Stadtkreise haben selbstverständlich dem Projekt zugestimmt. Und jetzt, 30 Jahre später, Schwamendingen hat einen grossen Aufschwung gemacht, ist nicht mehr ein Ghetto, ist angebunden an die grosse Metropole Zürich und zusätzlich mit der Verbindung über den Bahnhof Stettbach bestens erschlossen und ein attraktives Wohnquartier. Das Verkehrsprojekt hat also Schwamendingen einen besonderen Aufschwung und Entwicklung gegeben und es wird genau das Gleiche passieren mit der Limmatalbahn für Schlieren und für Dietikon und für weitere Gemeinden da draussen. Und darum bin ich für die Limmatalbahn.